Moin. Und wenn dich interessiert, was es mit diesem Scam auf sich hat, dann bleib dran. Nach dem Intro geht's los. Moin und schön, dass du nach dem Intro noch dran bist. Und zwar möchte ich dich heute einmal mit hinter die Kulissen schauen lassen bei mir. Und zwar geht es heute in diesem Video um Geschäftskooperation, Sponsoring, nenn's wie du es möchtest. Und zwar kennst du es wahrscheinlich von anderen Streamern oder YouTubern oder nenn sie wie du möchtest. Irgendwelche Einblendungen von Firma XYZ. Ich nehme mal hier als Beispiel meine erste eigene Kooperation für ein Video. Da ging es um Kunstleder für die Sitzbank von dem Kreidler-Roller. Dazu kommen auch noch Videos in Zukunft. Dafür muss ich noch etwas Schweißen üben, aber das ist jetzt gar nicht das Thema. Und also natürlich mit Werbeeinblendungen verbunden. Je nachdem, wie man es vertraglich vereinbart, kannst du das Produkt behalten und testen und halt benutzen, wie du es möchtest. Manche möchten das Produkt zurück, hat steuerliche Vorteile, weil du dafür das Produkt keine Steuern abgeben musst, weil wenn du es behältst, musst du dafür Steuern abgeben. So als kleiner Fact nebenbei. Es gibt aber noch die Version, dass du ein Produkt bekommst oder halt nur Einblendungen von zum Beispiel irgendwelchen VPN-Seiten. Bekommst dafür Geld, kannst dadurch wieder bessere Videos machen und so weiter. Darum soll es jetzt gar nicht gehen. Und zwar, was jetzt nicht so verwunderlich ist, ich bekomme ab und zu mal E-Mails in den Spam-Ordner oder Junk-E-Mail oder wie auch immer er heißt. Wie auch zum Beispiel von dieser Powerstation, die hier steht, blende ich dir hier mal ein Foto zu ein. Das ist auch im Spam-Ordner gelandet. Und jetzt blende ich dir die E-Mail ein. Und zwar ging es darum, ich habe in der E-Mail etwas wegzensiert, um es etwas anonym zu lassen. Und zwar erstmal Hallo mit dem Kanalnamen, ist ja okay soweit. Das Erste, was mir auffällt, die E-Mail ist deutsch. Der Staubsaugerhersteller ist chinesisch, auch wenn er, glaube ich, mehrere Sitze hat. Okay, kann man drüber hinwegsehen. Ich hätte direkt mit der Weltsprache angefangen. Die ist Englisch. Entsprechend würde ich solche E-Mails oft in Englisch verfassen, wenn man nicht gerade ein deutsches Unternehmen ist. Oder wo ich direkt weiß, okay, die haben einen deutschen Sitz. Dann wäre es auch okay, dass man das in Deutsch schreibt. Und zwar schrieb die Person mir dann, dass sie sich sehr freut, das Video gesehen zu haben von mir, in dem es um den Tesla S6 ging vor 2 Monaten. Da kannst du dich vielleicht erinnern, ich blende dir hier das Thumbnail ein zu dem Staubsaugerroboter. Den hatte ich ja günstig gekauft, Akku neu gemacht, Firmware aufgespielt, seitdem läuft er 1A in der Wohnung. Der Videoinhalt ist sehr professionell und detailliert. Es ist schon sehr geschmeichelt, also ich sehe es selber nicht so. Ich finde meinen eigenen Content sehr amateurhaft. Wenn du eine andere Meinung hast, kannst du es gerne in die Kommentare schreiben. Und die Person hat mir in Aussicht gestellt, dass man zusammenarbeiten könnte, also entsprechend ein Produkttest von der Firma. Und zwar ging es dann um den Tesla S8 Pro. Da ist mir wiederum direkt aufgefallen, es ist zusammengeschrieben, nicht getrennt. Ja, okay, man kann noch mal ein Leerzeichen vergessen oder so. Das ist jetzt nicht dieses Weltbewegende. Viele Grüße. Name von der Person. Telegram und WhatsApp. Auch schon schwierig. Ich hätte das dann einfach in dem E-Mail-Kontakt belassen und nicht auf irgendwelche anderen
Dienstmöglichkeiten verschoben. Hätte es wahrscheinlich eher noch sogar telefonisch gemacht oder halt in der E-Mail belassen. Was mir danach direkt auch noch auffiel, die E-Mail kam nicht, wie du es oben vielleicht noch stückweise sehen kannst, von der Firma selber, sondern stammt von einer anderen Firma, die es auch gibt. Sie bieten dieselben oder dieselbe Produktkategorie an, auf Staubsaugerroboter und so weiter, haben aber nicht denselben Sitz und es passt eigentlich sonst auch relativ wenig. Ich hatte dann, ich meine, was habe ich zu verlieren, habe auf die E-Mail geantwortet, allerdings in Englisch. Daraufhin kam dann noch der Link zum S7 Pro, es soll eine bessere Version sein. Beziehungsweise nannten sie es hier eine geupgradete Version und sie haben noch keinen Produktlink dazu. Ich hatte auch zum Beispiel gefragt, ob ich den zerlegen darf, zur Veranschaulichung zum Beispiel, oder ob sie irgendwas Bestimmtes sehen wollen in dem Video. Da kamen dann ein, zwei Sachen. Dann hatte ich gefragt, also dann hatten sie nochmal geantwortet, dann hatte ich nochmal gefragt, ob es oder beziehungsweise welche Änderungen es zwischen den Versionen gibt. Und wann es dann zum Beispiel in Deutschland verkauft wird, weil mein Kanal ist ja eigentlich nur in der deutschen Sprache und die meisten Videoaufrufe kommen aus Deutschland, weniger aus Österreich, noch weniger aus der Schweiz. Deswegen hätte ich auch nachgefragt, wann es dann hier erscheinen wird und zu wann man das Video online stellen soll, falls es irgendwelche Bedingungen dazu gibt, nenne ich es mal. Weil zum Beispiel bei Videospielen darf man es nicht vor einer bestimmten Datum zum Beispiel zeigen, das nennt man dann zum Beispiel NDA. Da kriegst du dann ordentlich einen auf den Deckel, teilweise auch mit Strafzahlung, wenn du es zu früh zeigst. Darauf kam für mich kein, also darauf kam dann keine Antwort mehr. Auch jetzt nach über einer Woche bereits kam nichts mehr. Entsprechend habe ich dann mir gedacht, okay, ich mache einfach darüber ein Video. Hi, wir sind jetzt im Hier und Jetzt. Und aus dieser Kooperation wurde halt nichts. Ja, vor allem wenn man klein ist, freut man sich schon darauf, irgendwann mal in diesen Punkt zu kommen. Je nachdem, was man für einen Content macht, auch mal einen Produkttest zu machen. Ich hatte mich in den ersten Sekunden gefreut, aber auch dann direkt so schon, okay, Skepsis, du bist nicht wirklich groß. Ich meine, zum aktuellen Moment haben wir 527 Abonnenten. Danke an jeden dafür, wenn du es überhaupt bis hierhin siehst. Trotzdem danke. Und ich habe mich natürlich dann direkt auf die Suche gemacht nach Informationen. Das würde ich dir auch empfehlen, wenn du an diesem Punkt mal angelangst. Schau nach, gibt es diese Firma wirklich? Stammt die E-Mail von denen? Ich hatte auch dann bei denen selber nachgefragt und denen den Inhalt der E-Mail geschickt, weil sie gefragt haben, was da drinnen steht. Darauf kam dann auch keine Antwort mehr. Welche Kontaktmöglichkeiten? Ist es allgemein seriös? Ich meine, ein noch nicht erschienenes Produkt jemandem zu geben, der noch relativ klein ist, so wie bei mir, auch wenn je nach Video auch mal schon fast 20.000 Aufrufe dabei sind. Da kann man schon in die Gedanken kommen, auch mal ein Produkt zu testen. In dem Fall als Werbevideo. Naja, am Ende wurde nichts daraus. Ich wollte es ja trotzdem zeigen, wie es auch mal hinter den Kulissen aussieht. Wenn dich zum Beispiel interessiert, wie ich ein YouTube-Video mache, schreib es gerne in die Kommentare. Hast du sonst noch Anregungen oder selber Erfahrungen in dem Thema? Schreib es mir auch gerne in die Kommentare. Alternativ gerne Daumen hoch oder runter. Oder wenn du kein Video mehr von meinem Kanal verpassen möchtest, abonniere gerne auch irgendwo hier unten oder jetzt im Outro meinen Kanal. Ich sage danke fürs Zusehen und viel Spaß beim nächsten Video, was du schaust. Tschüss!